Na, hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Breathedge. So, ich habe gesehen, dass hier unten eine Sauerstoffkerze rumliegt. Warum auch immer. Ist nicht so schlimm, die brauchen wir eh. Oder wir brauchen eh welche. Weil wir bauen uns jetzt hier Objekte, Stationen. Wir bauen uns noch eine Sauerstoffstation. Dafür brauche ich eh eine Kerze, Isolierband und Aluminium. Davon haben wir jetzt auch ein bisschen was. Kein normales Isolierband, sondern dickes Isolierband. Yeah. Bums. Wir haben jetzt eine Sauerstoffstation, haben wir in der letzten Folge auf dem Weg platziert. Die ist tatsächlich über 470 Meter weit entfernt. Das heißt, dann haben wir mehr oder weniger noch ein bisschen weniger als 1200 Meter vor uns. Etwas weniger. Das ist kein Problem. Also... das ist eine gute Sache, finde ich. Das heißt, jetzt werden wir auf alle Fälle... Ich glaube, wir wollten uns auf den Weg machen. Ich weiß nicht, ob wir... Oh, nee, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Jetzt haben wir uns nochmal vollkommen gefüllt hier. Abgefüllt. Stimmt, eine Flasche hier. Wir haben die Sauerstoffstationen für den Weg. Wir haben zwei Generatoren, um die jedenfalls nachzufüllen. Wir haben haufenweise Sauerstoff für unterwegs. Essen und Trinken haben wir, Alkohol haben wir für den Notfall, falls uns irgendwie kalt wird oder so. Wir haben zweimal diese handlichen Schaber. Ich weiß nicht, ob wir gleich da auch einsparen wollen und einfach nur, halt einfach nur aufpassen, dass wir die nicht zu viel verbrauchen. Könnten wir tatsächlich auch machen. Ich werde jetzt auf eine Sache werde ich trotzdem noch machen. Ich werde noch einmal rausgehen und nochmal noch Metall suchen. Der ist der Schwächere, genau. Das möchte ich jetzt noch machen. Aber ich möchte das dann auch ordentlich machen. Also wir werden dann auch ordentlich Metall suchen. Heißt, ein letztes Mal werden wir hier Ressourcen farmen. Ich glaube, hier drinnen sollte genug Metall sein. Da ist nämlich noch ein Brocken. Da ist auch noch ein Brocken. Der da oben ist näher, oder? Also ähnlich weit entfernt. Aber das hätten wir das mit diesem Sauerstoff gehabt, hätte ich das Feuer gerafft, dann hätten wir da deutlich Ressourcen gespart. Aber man kann ja nicht alles sofort durchschauen. Da oben ist noch einer. Gib ihm hier. Und noch irgendwas. Da schweben noch drei. Ui. Da haben wir welche. Oh, jetzt habe ich ein bisschen schlecht aufgepasst. Also es könnte mir an die Lebenspunkte gehen. Ja, das wird mich wehtun, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Der hält ja ein bisschen was aus. Siehst du. Cornelius, aber Metall haben wir jetzt genug. Damit möchte ich auch nicht so viel anstellen. Ich will es einfach nur einlagern, wirklich für den Fall der Fälle, dass wir da ankommen und wieder zurück müssen. Deswegen habe ich auch die Sauerstoffstationen verteilen, um die Möglichkeit zu erhöhen, dass man auch zurückkommt. Logisch, ne? Okay. Alle Sauerstoffkerzen, die ich mitkriege, oder? Wir haben Sauerstoffgeneratoren. Eventuell nehmen wir noch einen zweiten mit, weiß ich nicht. Wir haben Essen und Trinken. Wenn dann uns jetzt nochmal hier einmal... Oh, komm, süßes Päckchen, hauen wir uns das mal rein, so zum Abschied. Okay. Wir haben Werkzeug, einmal den Greifer, einmal den Schaber, einen Bohrer, einen Scanner, falls wir irgendwas noch brauchen. Zwei Sauerstoffgeneratoren, ganz viele Sauerstoffkerzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Sauerstoffkerzen, zwei Sauerstoffgeneratoren, zweimal Alkohol... Unmengen an Sachen. Ich sag mal, wir können... Nehmen uns... Ah, den kriegen wir nicht mal rein. Okay. Dann ist das nicht so schlimm. Nehmen wir uns stattdessen nochmal Wasser mit. Jetzt sind wir voll. Und jetzt reisen wir auch los. auf dem Weg zu unbekannten Gefilden. In dieser Folge werden wir endlich rausfinden, was da hinten ist. Hoffe ich. Ich hoffe, wir überleben das. Ich weiß nicht, ob es klug ist, so querfeld einzureisen. Ich hoffe einfach mal, dass wir da ankommen. Da ist ja unser Glasgebiet gewesen. Ich hoffe, dass es halt keine doofe Idee ist. Da ist Lava übrigens oder irgendwie was sehr Heißes. Das sieht man vor allem sehr gut, wenn man am Bildschirmrand guckt, links. Das sieht aus wie Lava. Okay, wir sind gleich da. Ja, ich weiß, Gefriergefahr. Füllen hier einmal auf. Und fliegen weiter. Ich weiß nicht, ob es hier auch arschkalt ist oder so. Aber ich vermute mal schon. Eventuell müssen wir doch hier reinfliegen und so eine Hitzequelle suchen. Sollten wir vielleicht einfach mal machen. Da ist einer. Aber hier drin ist es deutlich kälter, würde ich behaupten, oder? Da. Wir hätten von vornherein lieber hier Sauerstoffstationen hinsetzen sollen. Nein, man lernt ja nie aus, ne? Da unten ist irgendwie eine Station oder so. So, hier mitten in dieses Gebiet möchte ich jetzt eigentlich nichts reinschmeißen. The presence of such an amount of cooling gel is strange. Such a composition was outdated more than 10 years ago and is not produced on any planet. Das ist Kühlgel und das Kühlgel kühlt das All ab. Ist das geil. Ich hoffe mal, dass da unten ein bisschen wärmer ist, weil hier friert schon wieder alles zusammen und ich sehe hier auch keine Wärmestation. Und unten blicke ich auch nichts. The captain's bridge is detected ahead. The evacuation should be led from there, but there are no signals or movement detected in this area. Probably everyone died. Okay, wir hauen uns mal Alkohol rein. Oh, noch ein Sauerstoff. Ist natürlich jetzt schwer zu erkennen, ob hier irgendwas, nicht dass doch mal irgendwas auf uns lauert. Bisher ist es ja nicht sehr gefährlich gewesen, das Spiel. Ist hier ein geschützter Bereich? With such an accent, the incorrect localization sounds extremely convincing. The information on the Captain's Bridge is classified in the database, therefore it is recommended to ignore this valuable advice and act according to the situation. Hier leuchtet irgendwas. Ist hier vielleicht... Ist hier vielleicht ein Schutzschild? Nee. Schade. Da oben müssen wir hin. So, wir werden hier mal eine Sauerstoffstation hinklatschen. Alter Schäder. So. Stetigen. Einmal gut durchatmen. So. Okay, dann erkunden wir mal. Ich fühle mich irgendwie sicher, wenn ich so ein Ding hier dabei habe. Ach Mist, ich habe das falsche Ding mitgenommen. Scheiße. Ich bin doch überall aufgebrochen. Ich hoffe, das rächt sich jetzt nicht. Strahlung. Habe ich nicht extra die Rüstung gebaut, um Strahlung zu widerstehen? Brauchen scheinbar eine bessere Rüstung. Na, guck mal da oben. Also mehr hält. Captain's Breach was badly damaged, but the main systems are still functioning properly. Hier können wir atmen. Ja, nice. Die Kapitänsbrücke. Guckt euch das an. Wir haben es geschafft. Wir sind bis hierher gekommen. Jetzt war die Verstrahlung extrem, aber naja. Ein Bohrer. Ja. Stromversorgung reparieren. Erstmal umgucken hier. The door is locked. If you manage to get inside, there's a chance to send a distress signal to the nearest planet, or at least kick the corpse of the captain who allowed this to happen. Okay. Habe ich den Scanner mitgenommen? Ja. Gott sei Dank. Ist hier noch irgendwas? Oh, so ein bisschen laufen wäre mir hier lieber. Will ist ein Schlüssel. Spannungsfreies Relais. Brauchst einen Scanner. Ah ja, klar. Kein Strom, okay. Guck mal hier, cool. Nice. Brauchst einen handlichen Schaber. Boah, zum Glück, es reicht. Oh, schön, dass man auf sowas einfach auf reinprügeln kann. Oh Mann. Jo. Easy. Okay. Das war ein Scheiß. Hä? Okay. Jo. Seems it will be a long day. While choosing the most painless suicide methods for you, a slight decrease of the background radiation was noticed. Surprisingly, your attempt to break the liner could lead to positive results. I could find out the nature of this phenomenon, but for that, I would need to disclose some confidential information of the Breathedge company, which contradicts the security protocol, so not a single spacesuit AI will disclose this information to you. On the other hand, this information is extremely necessary for us. There are a lot of stupid spacesuits with dead carriers floating around, so nobody will even know if you resort to the good old torture method, like the drill. Das ist ja geil. Nicht schlecht. Das war jetzt sehr überraschend. Schön, dass hier noch Sauerstoff ist. Oh Mann, dieses Spiel ist so bescheuert, ey. Ich dachte schon, was ist jetzt losfliegt. Wir jetzt sind doch weg, ist es schon vorbei und dann... Nein, bleibt's einfach sitzen. Ja. Das ist direkt da reingeflogen, in das Blaue. Mehr oder weniger. Also die Strahlung ist hat abgenommen, komischerweise. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, nee, falsche Taste, sorry. Sauerstoffstation, eine Station, anzünden, Shuttle. Sauerstoffstation. Es gibt kein... Hol dir Informationen mit einem Bohrer. Oh, sind das jetzt gewesen? Okay. Mit einem Bohrer. Bohre dich selbst? Was? Warum? No, no, I'll tell you everything, I swear! Ah, don't do that! What was that? I offered for you to torture other spacesuits. It's a logical thing to do. Well, I won't utter another word. What? Okay, let bygones be bygones. I suppose you don't think that a program can be afraid of torture, do you? I don't think it can either, and I'm definitely not hinting that you need to find an engineering shuttle. Finde das. Probably need some explanations which you cannot get because the corresponding dialogues are absent in the game. Therefore, you won't get any. Da die entsprechenden Dialoge fehlen. I won't say any more as I can't break the steering protocol. No, seriously, I really can't say anything more. Na? Hey, that's dangerous. Don't do that. You were complete idiot. Nein! Are you awake? I was forced to give you an electric shock as you almost ruined the spacesuit. I kindly ask you not to play with the drill anymore, please. Oh Mann, ey. Okay, ich muss jetzt dahin. 279 Meter. Das ist ja kein Problem, ey. Ich habe ja noch eine Sauerstoffstation, ne? Essen und Trinken haben wir auch noch. Hier, nice. Auf geht's. Da unten ist irgendwas. Da leuchtet es irgendwie. Wie auch immer dieses Schiff. So ein bisschen fraglich. Wie ist dieses Schiff kaputt gegangen? Wie konnte es dazu kommen? Ist ein Hologramm. In order to find out how you reduce the radiation, you need to calculate the coordinates of the place where the captain's bridge crashed into the liner. Breathedge Agency Coffins can help us with this. However, we still need to find an engineering shuttle, or even better, the engineer himself. Das hier ist ein Technik-Shuttle. Hier ist kein Hologramm, das wird nur angeleuchtet. There's an engineering shuttle ahead. I wonder how you find everything so quickly. Is it because of my hints? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, das Problem ist, dass mir die Sachen hier bald kaputt gehen. Steuerrad, okay. Wir klatschen hier mal Station hin. Ja, schön, irgendwie so eine Taste zu haben, mit der man einen Fullstop macht oder so. Was ist das hier? Harzvorrat, okay. Also Harz hier wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Oh, man kommt hier rein. Ist hier etwas Sauerstoff? Ja, hier Sauerstoff. Gott, ich trottel. Ich habe da draußen Sauerstoffstation hingepackt. Oh, ich hätte das Feuer prüfen sollen. Mensch, guck mal, was ist das? Chainsaw during the crash. I can find no other explanation for such damage to a spacesuit. We need one that is in good condition, or at least other parts of this one. I'd recommend exploring the area. What the fuck, ey? Ihm wurde das Fleisch quasi von den Knochen gerissen. Ja, auch interessant, ne? Oh, eine Wasserflasche. Isolierband brauche ich aber erstmal nicht. Guckt euch das an. Hier ist eine... Oh mein Gott. Wir können hier bauen. Eine neue Station haben wir. Oh, Steuerrad. Seit Jahren versuchen Ingenieure ein praktisches Raumschiffsteuerungssystem zu entwickeln. Eine Art Joystick, seltsame Hebel mit Knöpfen und vieles mehr. Das einfache, solide Steuerrad ist jedoch immer das Beste. Trotz aller Nachteile ist ein solches Steuerrad extrem zufällig und wartungsfreundlich. Okay, wir haben tatsächlich hier was Neues gefunden. Eventuell können wir hier ein Raumschiff basteln, mit dem wir dann auch problemlos hin und her fliegen können. Große Sauerstoffkerze. Essen. Oh mein Gott. Der mürrische Maulwurf. Wobei es eher so dieses What Happened Maulwurf, ne? Ein Spielzeug aus der Kollektion Murris. Im Cartoon war der Maulwurf einer der positivsten Charaktere und macht oft gerne Witze, besonders wenn er jemanden begräbt. Okay. Wasser haben wir. Schreibtischkalender. Mai, Mittwoch. 1. Mai. Nicht der praktischsten Kalender, obwohl es schön ist, dass man dort seine eigenen Bilder reinmachen kann. Oh ja, nett. Schick, schick. Cooler Kalender. Große Sauerstoffkerzen. Die sind natürlich cool. Okay, brauchen mehr Dinger. Ach, da. Ach gut, die sind ja echt in der Nähe hier, ne? Okay, kriegen wir auch Metall hier. Also wir brauchen ja... Oh Gott, hier sind auch... Oh mein Gott, hier sind auch Dinge zum Einlagern. Ist hier noch mehr? Nö, mehr ist hier nicht. Okay, aber liebe Leute, jetzt haben wir hier einen komplett neuen Bereich erkundet. Ist natürlich immer ein bisschen schade, dass die ganzen Ressourcen, die man sich angehäuft hat, dann verschwunden sind. Aber wir haben ja theoretisch genug Möglichkeiten, um wieder nach Hause zu kommen. Also dahin zu kommen, wo wir vorher waren. Aber die... ich drück mal die falsche Taste. Unser Shuttle ist nicht mehr dabei. Wir haben noch den Perversen als Orientierung. Also ist immerhin etwas, ne? Also ich würde natürlich sehr gerne zurückfliegen und die Sachen... Gott, wie viele Shuttle-Trümmer hier sind. Ich würde halt gerne gucken, dass wir halt möglichst irgendwie wieder zurückkommen, weil da sind noch so viele schöne Ressourcen gewesen, die wir uns da angesammelt haben. Sehr komisch. Okay, aber liebe Leute, ich würde sagen, jetzt beenden wir erstmal diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Cheerio!